Moin Leute und willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Und wie ihr sehen könnt, ist es diesmal nicht die Vegan Box, sondern ein Mixer. Der wurde mir nämlich zugesandt von Kostbare Gesundheit, um ihn einfach mal zu testen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Vor allem, weil, also ihr wisst ja, ich habe den Omniblend. Da gibt es diese drei Tasten, wo man halt ja, drei Stufen auswählen kann. Also klein, stark und ganz stark. Und hier gibt es halt eine regelbare Drehzahl. Das gibt es ja auch beim Vitamix, soweit ich weiß. Steht hier noch Schaltuhr. Also auch hier kann man wohl die Zeit einstellen. Und wie es aussieht, ist der anders als der Omniblend hier, also der Mixbecher ist rund und nicht ja, eckig. Vielleicht macht es jetzt ein bisschen leichter, wenn man da die Reste von Smoothies oder sonst was rausschaben möchte. Okay, dann mach's mal auf. Ja, eine kleine Bedienungsanleitung. Hier steht, Warnung, der Deckel muss während des Betriebs immer geschlossen sein. Wirklich? Genau, und ich habe gesehen, man kann auch, da gibt es einen Filter wohl dazu. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Um irgendwie, weiß nicht, Lebensmittel zu verfeinern, steht hier. Also wahrscheinlich, um Saft zu machen, denke ich mal. Es wird dann irgendwie unten gemixt, oben wieder raus und dann wieder durch den Filter rein, bis es halt ganz feiner Saft ist. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, und ich sehe gerade schon was. Das ist nämlich der Aufsatz. Ich hole ihn mal raus. Das ist nämlich der Aufsatz, also dieser hier. Sieht ziemlich genau wie der aus, auch vom Vitamix oder Omniblend. Ich glaube, das teste ich gleich mal, ob der da auch drauf passt. Ja, es sieht ein kleines bisschen anders aus. Aber mal schauen. Also zumindest so passt das perfekt. Der Trockenaufsatz. Na, doch, passt auch. Also geht das auf jeden Fall auch, wenn ihr schon die Behälter habt vom Vitamix oder vom Omniblend. Und ja, der ist ja wie gesagt vom Vitamix, der Trockenaufsatz, und der passt beim Omniblend und hier anscheinend auch. Das finde ich schon mal super. So, dann haben wir hier den An- und Ausschalter, Timing. Achso, hier kann man dann 35 Sekunden, 60 Sekunden, 120 Sekunden. Ist der dann immer aktiviert oder was? Timing, achso, okay, man kann auf Timing gehen, dann geht er auf 60 Sekunden oder Infinity, das heißt, man würde dann nur solange man ihn dann wieder ausmacht sozusagen. Und hier in der Mitte halt der Drehregler für die stufenlose Mixgeschwindigkeit. Sieht auf jeden Fall schon mal hübscher aus als mein Omniblend, muss ich sagen, mit dieser weißen Farbe. Ja, so ein Stößel, ganz wichtig bei festeren Sachen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, finden wir noch raus. Achso, das ist für den Deckel. So, und das ist der Mixbecher. Genau, mit diesem, wie gesagt, mit diesem Sieb drin, womit man wohl Saft machen kann, denke ich mal. Reinigungsvorschrift. Vor dem Essen braucht Reinigungsdeckel, Deckelverschluss, Trichter und so weiter. Ja, mache ich gleich. Und die Klinge sieht auf jeden Fall interessant aus. Die ist nämlich ja, anders als beim Vitamix oder beim Omniblend, hat die so eine kleine Riffelung. Ich zeig das mal kurz. Ich glaube, man kann das sehen, dass die Klinge so ein bisschen ja, wie so ein Brotmesser geriffelt ist. Ja. Interessant, habe ich auch noch nicht gesehen bisher. So, und so ein Gummi-Auskratzer ist auch noch drin. Ja,
Ja, auf das bin ich ganz besonders gespannt, wie das funktioniert. Werde ich später mal testen und die Frage ist, was ist das? Ein Trichter. Ach so, okay. Also einfach wahrscheinlich. Hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können. Aber habe ich bisher noch nicht gesehen bei den anderen Mixern. Ja, einfach so, falls ihr irgendwie während des Mixens wahrscheinlich was reingeben wollt, obwohl ich immer denke, das Loch ist eigentlich groß genug dafür. Aber ja, schade, kein Rezeptbuch mehr drinnen. Aber ja, wir werden das irgendwie anders testen einfach. Und ja, genau, ich hätte schon gesagt, dass der rund ist. Und ich finde das ja wirklich cool, weil man da, glaube ich, wirklich einfacher das Zeug raus kratzen kann, wenn was ist. Und die Abstände kommen mir auch viel größer vor. Also ich kann hier richtig auch mal mit dem Finger zwischendurch gehen und kann dann noch was rausholen. Ja. Gefällt mir schon mal gut. So, ich wollte das eigentlich in einem späteren Video testen und das jetzt erstmal nur auspacken. Aber ich glaube, ich werde ihn jetzt mal kurz reinigen und dann ja irgendwas Kleines schon mal mixen. Ein Smoothie, ich weiß gar nicht, ob ich was Grünes hier habe. Mal gucken. Oder was anderes. Ja, bis gleich. So, machen wir jetzt hier einfach so einen kleinen Mix aus Bananen, Äpfeln und zwei Karotten. Denn ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht viel andere Sachen hier. Was mich nämlich wirklich brennend interessiert, ist die Lautstärke von dem Ding. Denn der Omniband, muss ich sagen, ist schon ziemlich laut. Und wenn ich zum Beispiel, wenn ich morgens jetzt so um 6:30 Uhr aus dem Haus gehe und mir vielleicht um 6 oder so ähnlich einen Smoothie machen wollte, das, ja, das würde nicht gehen, weil ich würde das ganze Haus aufwecken. Oder zumindest die Nachbarn unter und neben mir. Und ja, hier hoffe ich, dass der ein bisschen leiser ist. Aber ich glaube, dass der so leise ist, dass ich den morgens um 6 anmachen kann, da habe ich wenig Hoffnung. Aber zumindest, dass man das nicht mehr so viel hört. Bei uns ist es nämlich, glaube ich, so, dass man das denn den ganzen Flur runter hört, wenn wir hier oben den Mixer anschmeißen. Deswegen, ja, bin ich sehr gespannt auf die Lautstärke. So, noch ein bisschen Wasser. Der Deckel geht ein bisschen schwer, aber wahrscheinlich auch, weil es jetzt die erste Benutzung ist. Ist der jetzt schon richtig oder nicht? Sieht man irgendwie nicht, ne? Ah, jetzt, okay. Ja, ich würde sagen, ich probiere mal das Timing-Ding aus. Also Schalter hoch. Ja, leuchtet auch schön. Mache ich mal 60 Sekunden. Ja, okay. Und los geht's. Das war's schon? Wie, das waren jetzt 60 Sekunden oder wie? Hä? Verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich jetzt nicht ganz. Da steht jetzt wirklich 60 Sekunden. Ich werde es jetzt mal probieren. Timing 35 Sekunden und nochmal. Ja, super fein. Ich glaube, ich werde gleich mal den Saftaufsatz ausprobieren. Wenn ich gerade schon mal dabei bin. Ich hoffe, das geht jetzt überhaupt, dass da überhaupt genug Flüssigkeit drin ist. Aber eigentlich. So, den drehen wir so ein bisschen rein, dass der so ein bisschen fest aufsitzt. Den habe ich jetzt irgendwie ein bisschen verkleinert, also man kann den an die Füllmenge anpassen. So, Deckel wieder drauf. Ja, ich mache jetzt mal Infinity.
Okay, ich gebe noch ein bisschen Wasser dazu, das ist nämlich doch ein bisschen zu wenig drin. So, nächster Versuch. Ja, es ist quasi richtiger Saft geworden. Ich habe jetzt ein bisschen viel Wasser auf wenig Flüssigkeit, deswegen ja, schmeckt es jetzt nicht so super süß. Aber es ist auf jeden Fall super fein geworden. Die kleinen Fasern von der Möhre, die ja eigentlich normalerweise recht schwer zu zerkleinern sind, wenn die roh ist, die sind jetzt ja richtig schön fein. Also noch feiner als vorher. Ja, coole Funktion auf jeden Fall. Ja, und auch die Apfelschale ist richtig, richtig fein geworden. Die merkt man jetzt praktisch gar nicht mehr. Und ich meine, dass beim Omniblend immer so eine kleine Fussel noch übrig waren. Also man konnte es noch irgendwie erkennen, wenn Apfel drin war. Ja, super fein auf jeden Fall. Und die Lautstärke, muss ich sagen, ist wirklich geringer als beim Omniblend. Also ich weiß nicht, ob ich das, wie gesagt, trotzdem morgens um 6 anschmeißen will. Aber ja, es ist schon mal ein bisschen wohltuender für die Ohren als der Omniblend. Ja, und mit damit weiß ich jetzt ja nicht, wie das mit der Lautstärke ist. Aber zumindest, wie ich gehört habe, soll die ähnlich laut sein wie der Omniblend. Deswegen bin ich froh, dass der einfach ein kleines bisschen leiser ist. Ja, der erste Eindruck von dem Mixer ist auf jeden Fall schon mal super. Also den Harexco werde ich auf jeden Fall nochmal öfter testen mit anderen Sachen. Ich habe schon gedacht, nochmal eine Alternative zum veganen Mozzarella zu machen damit. Und um einfach mal zu gucken, wie er denn wirklich mit festeren Lebensmitteln umgeht. Also jetzt Saft zu machen und dass es schön fein wird, ist zwar super. Aber ja, es ist halt immer noch ziemlich flüssig. Und das kriegen die meisten Mixer ja doch irgendwie schon größtenteils hin. Ihr könnt euch den Mixer auch mal selber anschauen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ja, bin mal gespannt, was wir damit noch alles Schönes machen werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.